Mensch zwischen Himmel und Erde. Das kann man wie so vieles theoretisch auffassen, bis zu einem reinen Gefühl. Und wir üben und schulen Körperwahrnehmung. Das heißt, in erster Linie Himmel ist nicht draußen. Ja. Dieses Gefühl. Ja. Diese Entgrenzungsgeschichten, die die Leute suchen zum Wohlfühlen. Ich halte da erstmal nicht so viel von, weil es eben ist wie eine Droge. Ne? Es ist oberflächlich. Es sind sehr viel Vorstellungsbilder und Welten, in denen man sich dann da wiederfindet. Wenn euch das hilft und ihr das akut braucht, macht das. Hier geht's auf dieses von innen kommende. Ne? Also erstmal Körperwahrnehmung mitkriegen und eigentlich in der eigenen Meditationspraxis lernen, was da Einbildung ist und was wirkliches Gefühl. Auch das geht ineinander über, aber wir wollen ein wenig objektiver werden und wir wollen eben die Hindernisse kennenlernen, um wirklich dauerhaft uns wohlzufühlen. Das ist vielleicht ein guter Hinweis. Also wir wollen nicht uns schnell mal kurz wohlfühlen, so, ne, wie die Autos zum Boxenstopp, um dann wieder zack durchstarten zu können, sondern grundsätzlich rausfinden, wie man das selber kultivieren kann. Und das ist halt ein bisschen anders. Also das Gefühl zum Himmel. Ja. Das Gefühl zum Himmel ist dein von selber gestreckter Rücken. Also anstrengungslos, wie fühlt er sich an, wenn er nach oben zum Himmel von selber ausgerichtet ist. Das ist wirklich ein Gefühl, da kann ich frei atmen. Also man kann sich wohlfühlen, indem man eben in so ein Wolkenkuckucksheim, nenne ich mal, ich bin eins mit dem Himmel, sicherlich, kann man machen, hilft kurzzeitig manchen, die sich darauf einlassen. Führt aber nicht zur Körperwahrnehmung. Wenn ich meine Aufmerksamkeit zum Körper richte, auf den, in den richte, fühle ich bei den meisten, die fühlen dann nicht viel, weil das unüblich ist. Das ist aber das, was wir langsam lernen. Also für manche, wenn ich dann sage, jetzt drei Atemzüge, mal einfach spüren auf den Körper, die spüren dann nichts und sagen dann nachher, die drei Atemzüge ist aber lang. Das ist langweilig. Ich spüre nichts. Ja. Aber da kommt das dann her, die Gesundung. Ne? Also dieses Freiatmen, wie fühlt sich mein Rücken an, wenn er nach oben frei, ohne Anstrengung ausgerichtet ist. Ne? Komplett von hier bis da, bis nach oben. Machen wir manchmal. Das ist zum Himmel. Also nicht hier oben und dann ab in den Himmel, sondern der ganze Körper. Wie fühlt er sich an, wenn er anstrengungslos aufgerichtet ist? Entspannt und trotzdem frei atmen. Und wenn ich das spüre, richte ich mich immer mehr in diese Richtung aus, von Session zu Session, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Das ist Gong, das ist eine Übungspraxis, das ist man nicht fertig. Also nicht 5 Minuten für den Rücken und fertig, mache ich auch noch,
aber also so eine Übung, aber dieses ständige, immer wiederkehrende und Spaß daran entwickeln, ja, das macht das keinen Sinn. Die andere Richtung, entspannt im Gleichgewicht von hier unten, das ist dann die Erde, eins mit der Erde, zwischen Mensch, zwischen Himmel und Erde. Das eine war diese Rückengeschichte und das hier ist mehr so Becken, Beine, Knie, Fußsohlen, fühle ich mich da sicher. Auch nachher beim Stehen in einem Bein und so, Gleichgewicht. Auch, es fängt eben an bei vielen mit, ich bin eins mit Mutter Erde und so, ich fühle den Baum in mir, bis man das dann irgendwann nicht mehr über so einen Weg macht, sondern wirklich beim Gehen, beim Stehen, merkt, flexibel, stabil, sich sicher in seinem Körper zu fühlen. Ja. Nach Hause in den eigenen Körper kommen. Und zwar nicht als Vorstellung, sondern wirklich langsam immer mehr diese Aha-Effekte in sich spüren, erleben. Darum geht's. Also dies ist, hat eine Lernkurve bei uns sogar vorher, wo andere Leute dann, die kommen dann zum Qigong oder zu dem, was ich hier mache, und dann wollen sie sich sofort wohlfühlen. Das haben sie so in ihrem Reha-Kurs oder irgendwas gesehen und gemerkt, das ist schön, das ist immer gut und so. Okay, dann geht da hin. Hier lernen wir wirklich die Hindernisse und dann wird das ein Dauerzustand, dieses Wohlfühlen. Also es ist nicht mehr dieses Gummibootartige, ich fühle mich schlecht, dann muss ich mich wohlfühlen, fühle ich mich schlecht, sondern ich fühle mich grundsätzlich in mir zufrieden und wohl.